Bonjour und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Hier ist Jin Yakuza mit einer neuen Folge von Sherlock Holmes, The Devil's Daughter. So, in der letzten Folge habe ich vergessen, was wir gemacht haben, aber wir erfahren das jetzt. Charles Darwin, englischer Naturalist und Geologe. Warte mal kurz. Schau sich einer das hier an. Alice praktiziert Spiritismus. Abraham Lincoln. Fertig, es ist an der Zeit zu gehen. Gruselig, ey. Abgeschlossen. Perfekt. Jetzt kann ich mich ungestört und allein im Green Dragon umsehen. William Hamilton. Ah, warte mal. 1880? Vier Straftäter hatten vor, durch einen engen Abflussrohr aus den Nervgate-Gefängnissen in London zu fliehen. Die Flucht war erstaunlich gut durchgeplant und sollte am helligsten Tag stattfinden, wurde aber letztendlich durch das schnelle und beherzte Ergreifung unserer Polizeikräfte verteilt. Zwei der Insassen wurden dabei getötet, die beiden überleben dürfen weiterhin ihre Strafe abziehen. Unter der Toten war der frühere Verbrecherkönig von London, William Hamilton. William Hamilton war 1875 bei einem Scotland Yard Einsatz unter der Leitung von Inspektor Lestrade verhaftet worden. Bei der Ermittlung, die zu dieser Verhaftung führte, hatte der berühmte Privatdetektiv Sherlock Holmes eine große Rolle gespielt. Nachdem Hamilton verhaftet wurde, wurde seine junge Tochter und die Obhut ihrer Tante gestellt, weil ihre Mutter bereits verstorben war. Wow. Da, gefunden. Okay, ab nach Green Street. Ich muss mich noch umziehen. Okay, dann einmal in Tarnung. Eben diesen, ein britisches Hut. Und das kann ich nicht in diesem Aufzug. Welche dann? Das hier. Und das kann ich nicht in diesem Aufzug. Aber als Bandit, ja klar. Keine Sorge, Leute, das war nur meine Katze. Ich muss vorsichtig sein in dieser Lasterhöhle. Wow. Komm schon, Bobby! Mitten!
Hey, halt's Maul! Gut gemacht, zwei Bobby! Auf Adam. Hab Penny auf Adam gesetzt. Bobby, hab 5 Pence auf dich gesetzt. Also es war ein schlauer Mann mit schwarzer Haare, der den Bombe erfunden hat. Okay, ein besonders kräftiger, gebauter Mann, ungefähr 5 Fuß, 5 Zoll groß. Schwarze Haare. Er hat eine Hasenscharte. Was ist das denn? Ich sollte still sein, damit ich hören kann, was die Leute so sagen. Los, feiern wir! Von hier aus kann ich niemanden belauschen. Gutes Bier. Stark. Fehler. Ich sollte nur, es machen. Wenn ich trinke. Verschwinde. Hey, Saufnase, wo willst du hin? Verzieh dich besser. Von hier aus kann ich niemanden belauschen. Hab so viel verloren hier, Drecksbrucker. Nein. Es gibt hier eine illegale Schiene. Ich trinke nur, wenn ich trinke. Hier kann ich nichts hören. Noch ein Glas. Hier kann ich nichts hören. Von hier aus kann ich niemanden belauschen. Noch ein Glas! Okay. Rotation. Mist. Der Anschlag auf Holmes ging schief. Ich trinke nur, wenn ich trinke. Aber das ist der Typ nicht. Interessant. Man braucht eine Art Passierkarte, um durchgelassen zu werden. Los! Noch ein Glas! Los, feiern wir! Der Kerl mit der Hasenscharte? Der war ganz aufgeregt und ist nach oben gegangen. Ein Mann mit Hasenscharte? Das könnte der Bombenwerfer sein. Ich muss einen Weg nach oben fahren. Ich denke, Leute, ich war kurz mal weg. Ich weiß jetzt, was Hasenschade bedeutet. Hasenschade ist ein so ein Mal zwischen die Lippe, also Oberlippe. So ein bisschen verletzlich, also so ein bisschen wie ein Narbe. Und 5 Zoll, 5 Fuß, das sind britische Größen. Also ungefähr groß wie. Wie Sherlock Holmes ungefähr. Ich trinke nur, wenn ich ziehe. Runter damit. Scotland Yard, Hunde. Hey, was schaust du denn? Verschwinde! Ich trinke nur, wenn ich trinke. Bierchen gefällig? Scotland Yard, Hunde.
Bierchen gefällig? Los, feiern wir! Bierchen gefällig? Mach mir einen doppelten. Ich gehe kurz rauchen. Er hat eine Passierkarte. Ich könnte sie stehlen. Ja, machen wir mal. Scheiße. Ach Mann! Falscher Knopf. Geschafft. Du kannst durch. Immer noch hier? Los! Der könnte es sein, der Hasenschatze. Kann ich den Boss sehen? Jawohl, er wartet auf dich. Aber er hat keine hat doch Spaßhaare. Der Mann mit der Hasenscharte. Ich muss ihm irgendwie folgen. Schauspieler. Austin Wild ist ein guter Schauspieler. Die Journalisten haben nicht bemerkt, dass sie nicht mit ihnen, sondern mit Wild sprechen. Austin Wild ist besessen von der Vorstellung, sie zu sein. Er verkleidet und verhält sich genau wie sie. Schauspieler, sag ich mal. Die Tür zum Spielzimmer ist dort drüben. Das ist nicht das Spielzimmer, also verschwinde! Los! Runter damit! Wo ist das Spielzimmer nochmal? Glückssträhne. Erhöhe um den Schilling. Setze alles. Heute ist mein Glückstag. Ich muss auf die andere Seite. Von dort kann ich vielleicht in den bewachten Bereich gelangen. Heute ist mein Glückstag. Anfänger. Hey, da darfst du nicht raus. Setz dich hin und spiel. Oder verzieh dich. Ich muss für eine Ablenkung sorgen, damit die Wachen der Strähne. Okay. Zur Ablenkung. Ich werde heute reich. Kleiner Spiegel. Versteckter Knopf. Extra Karte. Mit einem Spiegel sieht er, welche Karten er austeilt.
Mit diesem Gerät am Arm kann er sich Extrakarten nehmen und so betrügen. Der Knopf gehört zu dem Gerät an seinem rechten Arm. Das ist ein Werkzeug für versteckte Karten. Schlau. Das Kabel führt von einem Arm zum anderen. Wenn ich das Kabel durchtrenne, kommen die Karten zum Vorschein und sein Betrug fliegt auf. Das muss ich zur Ablenkung machen. Dann kann ich nach draußen. Ich werde heute reich. Was guckst du denn so? Erhöhe um den Schilling. Nicht einpennen. Versager. Ich gewinne. Hier sind Messer erlaubt. Ein sehr feiner Hut. Setze alles. Ich werde heute reich. Was guckst du denn so? Ach so, warte mal. Erhöhe um den Schilling. Nicht einpennen. Ablenken. Versager. Messer nehmen. Ich gewinne. Kabel beschneiden. Eine Glückssträhne. Streit beginnen. Erhöhe um den Schilling. Setze alles. Und dann kommt er. Heute ist mein Glückstag. Ich könnte ansehen. Glück. Nicht einpennen. Wie geil. Ich muss um das Gebäude herum. Heftiger Streit, ey. You take that. Das müssen die Fenster der bewachten Räume sein. So. Jetzt weiter geht's. So, ich hoffe, das klappt. Spalt, drehbare Fläche, Geheimfach. Eine kluge Vorrichtung, um Glücksspielutensilien bei einer Razzia zu verstecken. Wow, okay. Der Hammer. Jack Cole. Ich erinnere mich an den Einsatz vor 3 Jahren.
Der sieht nicht wie ein gewöhnlicher Türschlüssel aus. Sie waren vor kurzem noch hier. Der Mammeten-Hasenschatte ist am Abend nach dem Bombenwurf in die Kneipe zu Jacke, der Hammer, Cole gekommen. Okay. Aber ich brauche erstmal mehr Beweise, bevor ich jemanden verdächtige. Dieser Kartenstapel besteht nur aus Pik-Assen. Der Mann im Zockerraum hat das gleiche Werkzeug zum Betrügen benutzt. Wow. Regal. Spalt. Ein Spalt. Vielleicht verbirgt sich etwas hinter dem Regal. Kratzer. Wie geil. Die Wache ist noch da. Okay. Gibt's noch was? Ein Geheimnis? Hinweise? Mist, zu spät. Niemand mehr hier. Es ist offenkundig, dass all das von Jack Holes Bande gestohlen wurde. Das ist der Koffer von dem Kerl mit der Hasenscharte. Das ist ohne Zweifel Diebesgut. Der Mann mit der Hasenscharte, offenbar mit seiner Familie. Nach dem Umzug in unser neues Heim. Der Mann mit der Hasenscharte hat seine Sachen verpfändet. Er braucht vermutlich dringend Geld. Butlers Pawn Shop in der Lambeth Street. Er dürfte vermutlich in der Nähe dieses Pfandhauses wohnen. Was ist da draußen denn los? Ich bin hier noch nicht fertig. Okay. Ja, drück doch. Ich muss Wild retten. Auf der Stelle. Komisch. Echt komisch. Auf einmal... Falle. Orson White hat ihnen mit dem Lied geholfen, damit sie ins Green Dragon gehen und dort in ein... Orson White hat alles getan, um ihnen zu helfen. Er hat sich sogar als... Eine Falle ist es irgendwas. Ich tippe auf Falle. Ich bring dich um! Idiot! Oh!
noch einmal. Holmes! Miese Ratte! Ich bring dich um! Ach, verdammt! Holmes! Noch einmal. Miese Ratte! Ich bring dich um! Boden nehmen. Zur Seite schieben. Ah, Scheiße. Holmes! Miese Ratte, ich bring dich um! Nein, ich nehm, nein! Mann! Fuck you! Holmes! Miese Ratte, ich bring dich um! Boot nehmen. Zur Seite schieben. Ja. Was hab ich denn falsch gemacht? Noch einmal von vorne. Holmes! Miese Ratte, ich bring dich um! Boden nehmen. Seite schieben. Hätte ich jetzt wohl was denken können, ey. Wer sind Sie? Sie sind Alice, ja? Hören Sie, Holmes hat einen Verdacht. Von was reden Sie denn da? Sie müssen diskreter sein bei Ihrem Spielchen mit seiner Tochter. Nein, nein, nein! Zu schwach, Holmes. Aber Sie sind Mr. Holmes. Was zum Teufel? Sehen Sie? Sie hat sie erkannt. Ich wusste es. Sie müssen den Charakter wirklich leben. Gehen Sie jetzt nach oben oder ich zerre Sie zurück in die Kneipe. Verstanden? Na, sehen Sie, Sie können es. Ich... Gut. Aber im Ernst, Sie sollten Schauspielunterricht nehmen. Sie sind hier, um Ihren Vater zu rächen. Ich weiß es.
Sie sind hergezogen, haben mich ausspioniert und wollen jetzt Rache an mir nehmen, durch meine Tochter. So ein Unsinn. Ich liebe Ihre Tochter. Sie sehen doch überall nur Verschwörungen. Mit gutem Grund. Vergessen Sie nicht, welchen Beruf ich ausübe. Sie Armer. Sie verwechseln Aufrichtigkeit mit Unehrlichkeit. Wollen Sie etwa sagen, dass Sie ganz zufällig hier sind? Natürlich nicht. Als sich die Chance bot, Sie kennenzulernen, kam ich her. Aber nicht mit Hass, sondern eher mit Faszination. Ich wollte mehr von Ihnen über meinen Vater erfahren. Er hoffte mir Antworten auf meine Fragen. Aber ich musste feststellen, dass Sie selbst ein Rätsel sind. Sogar für Ihre eigene Tochter. Sie hätten meine Tochter aus ihren kranken Problemen heraushalten sollen. Sie verwirren sie nur. Es ist vorbei. Sie weiß es zwar noch nicht, aber ich werde bald fortgehen. Ich bin hier fertig und Sie werden nie wieder von mir hören. Besser so. Gut, aber reden Sie lieber direkt mit mir. Keine Heimlichtuerei. Ich hätte wirklich nicht gedacht, dass ein Kind von Kriminellen so viel für Sie bedeuten könnte. Sie... Ich gehe. Bitte vermiesen Sie nicht meine letzten Momente mit Caitlin. Haus des Mannes mit Hass und Schatten gehen. Nur gut, dass ich Ihnen in der Kneipe zu Hilfe geeilt bin, Holmes. Ja, am liebsten wäre mir, wenn Sie mir nicht mehr helfen würden. Im Archiv. Nummer 1962, okay. Nummer 1292. Mit Cole. Nicht das wird. Razzia gegen die Weltministerbande. Scotland Yard hat mit der Hilfe des berühmten Privatdetektivs Sherlock Holmes ein Razzia gegen eine der gefährlichsten und reichsten Straßenbanden Londons durchgeführt. Die Weltministerbande allerdings lief der Einsatz wie von unserer Polizei gewohnt nicht reibungslos ab. Bei der Razzia wurde eine unbeteiligte Person schwer verletzt. Dabei handelt es sich offenbar um Hagen Cole, der Bruder des Kriminellen Jack Cole. Die Ärzte kämpfen noch um das Leben des Verletzten, aber sind nicht sehr zuversichtlich. Immerhin gelangt es der Polizei bei dem Einsatz. Ich habe genau was ich mit Lesen ein Problem habe. Ey. Drei Mitglieder der Bande zu verhaften, wobei der Anführer, der bereits erwähnte Jack Cole, wenig später aus Mangel an Beweisen wieder freigelassen wurde. Gerichten zufolge hat die Bande enge Verbindungen zu einflussreichen Personen, darunter zu Richtern, Politiker und Polizeibeamten. Doch wahre Gerechtigkeit schert sich nicht um solche Dinge, oder sollte das etwa mit mehr der Fall sein? Da, gefunden. Bitte, Sie lässt Jack verhaftet zu lassen. Finden Sie das Haus in der Mann, die mit dem Herzständer wohnt. Finden Sie heraus, wer hinter der Bombenangriff steht. Okay. Lambert Street, Scotland Yard. Okay, Scotland Yard. Okay. Kann ich helfen, Mr. Holmes? Wo ist der Inspektor? Guten Tag, Constable. Ist Inspektor Lestrade da? Inspektor Lestrade ist in seinem Büro. Mr. Holmes, Sie leben noch. Und das erfreut Sie nicht besonders. Ah, da täuschen Sie sich aber. Jacko festnehmen.
Ich würde Sie bitten, Jack Cole festzunehmen, wegen versuchten Mordes an mir. In Ordnung, Mr. Holmes. Wir werden das sofort erledigen. Einige Zeit später. Inspektor, der Verdächtige wurde festgenommen. Bitte sehr, er gehört Ihnen. Nichts zu danken, Holmes. Erstmal vorübergehend festnehmen. Was kann ich für Sie tun, Holmes? Guten Tag, Mr. Holmes. Bitte bringen Sie diesen Verdächtigen zum Verhör. Jack der Hammer Cole. Lang ist's her. Warum bin ich hier? Tun Sie nicht so, als ob Sie das nicht wüssten. Sie werden des versuchten Mordes an mir verdächtigt. Blödsinn. Wie früher, was? Sie verhaften mich, haben aber nichts gegen mich in der Hand. Nichts? Wie wäre es mit Rache für das, was wegen mir und Ihrer Bande passiert ist? Oder mit Ihrem Bruder? Reden Sie ja nicht von meinem Bruder! Okay, der hat Narben, Kampf. Also der hat keine Hasenscharte. Dicke Kette, teuer. Tätowierung, Banditentätowierung. Selbstverliebt. Boxtraining. Jack Cole ist der Anführer der Westminster-Bande, der Besitzer einer illegalen Spielhöhle. Seine wertvollen Gegenstände legen den Schluss nahe, dass er ein wohlhabender Mann ist. Sein Leben ist vom Kämpfen geprägt. Der Hammer ist ein ausgebildeter Boxer. Jack Cole ist ein stolzer Mann, der gerne damit angibt, der Hammer zu sein. Was Ihrem Bruder widerfuhr, war ein bedauerlicher Unfall. Er war zur falschen Zeit am falschen Ort. Das ist wohl kaum meine Schuld. Was? Sie Bastard! Sie sind dafür verantwortlich, dass er ein Krüppel ist. Er war unschuldig. Ein Unfall also? Ha! Ich kann es kaum erwarten, dass Sie mal einen Unfall erleiden. Quod erat demonstrandum. Das ist alles? Wenn ich Sie umbringen wollte, wären Sie schon längst tot. Über die Bombennacht? Wissen Sie, was in der Baker Street passiert ist? Weiß ich. Aber ich hatte nichts damit zu tun. Wo waren Sie zu der Zeit? In meiner Kneipe. Die ganze Nacht. Klar. Na, hab ich ja schon. Mann mit Hasenscharten? Ich war in Ihrer Kneipe und sah einen Mann mit Hasenscharte, der sich mit Ihnen treffen wollte. Was wollte er? Was er wollte? Er ist ein Stammgast, das ist alles. Koffer? Und was ist mit dem Koffer, den Ihr Stammgast Ihnen gebracht hat? Von welchem Koffer faseln Sie? Riley mochte ein wertvolles Beute. Wertvolle Beute? Na, dem voller gestohlenem Silberbesteck, den ich in Ihrem Geheimraum gefunden habe. Was? Wie? Sie waren im Geheimraum? Das ist nicht gestohlen. Ich kaufe und verkaufe oft verschiedene Sachen. Das ist alles ganz legal. Klar doch. Ganz bestimmt. Okay, weil der sieht nicht so aus, als er der Mörder ist. Weil der hatte keine schwarze Haare und Hasenscharte hatte er erst recht nicht. Kursmotiv. Jack der Hammer Cole hat ein starkes Motiv, sie zu töten. Er will sich für die schwere Verletzung an ihnen rächen, die sein Bruder bei einem von ihnen organisierten Polizeieinsatz erlitt. Okay, er ist das nicht gewesen. Ich vermute, er ist das nicht gewesen. Warum wurde ich festgenommen? Eine Ungeheuerlichkeit! Fangen Sie Jack der Hammer Cole und untersuchen Sie seinen persönlichen Gegenstand auf der Scotland Jagdwaffe, okay?
Zigaretten. Recht teure Zigaretten. Der Hammer. Wie einfallsreich für einen Schläger. Abgeschlossen, okay. Finden Sie das Haus des Mannes in Haarschatten wohnt, okay. Green, nein. Lambert Street. Lambert Street. Fortfahren. Bild ansehen. Unser Verdächtiger mit seiner Familie vor ihrem Wohnhaus. Okay. Nochmal. Sitz. Okay. Eine Mauer und so ein komisches Laternen. Okay. Und eine Mauer und Laterne. Nein, da ist keine Laterne. Quatsch. Da, gefunden. Guten Tag, Madame. Guten Tag, Sir. Schlechte Augen? Oh, sehr christlich. Religiöses Bild. Und sehr gläubig. Protestanten, okay. Jeremiah Mutter ist eine religiöse Frau mittleren Alter. Sie lebt recht zurückgezogen und geht nur selten aus dem Haus. In ihrer Wohnung befindet sich religiöse Bilder und Symbole. Sie ist kurzsichtig und trägt eine Brille mit starken Gläsern. Okay, Leute, würde ich mal sagen, ich mache jetzt hier einen Cut. Und danke schön, dass ihr meine Videos geschaut habt. Dankeschön nochmals. Und wenn ihr meine Videos gefallen, lasst gerne ein Abo und ein Like da. Das würde mich wirklich sehr freuen. Und wenn ihr mehr von mir sehen wollt, dann wisst ihr Bescheid, was ihr machen müsst. Und ja, ihr könnt mir gerne unten einen Kommentar hinterlassen. Ich würde es mir auf jeden Fall anschauen. Und ja, Leute, dann würde ich mal sagen, au revoir, ciao, bis dann, euer Gianyakuza. Tschüss.